Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Jade Empire. Freunde, wir sind auf dem Weg zur Schule, ne? Wir haben die Banditen zurückgeschlagen und jetzt gehen wir zurück zur Schule. Das Korsett sieht furchtbar eng aus, dass unsere gute Freundin Morgenstern um die Hüfte, um den Bauch hat. Das sieht sehr eng aus. Hey! Ich wusste, ihr lasst nicht zu, dass die Banditen das Dorf überfallen. Ich hoffe, eines Tages werde ich so gut sein wie ihr. Na klar. Okay, kann ich euch ein paar Fragen stellen? Die guckt immer so komisch, als würde sie gerade gleich den Mund aufmachen und reden, aber dann doch abbrechen. Ling, die Kluge. Ja, schaut ganz intelligent aus. Also, kann ich euch ein paar Fragen Bitte stellen? nicht. Das ist die erste Aufgabe, die man mir zugewiesen hat, und ich möchte mich nicht ablenken lassen. Okay. Habe ich auch kein Problem mit. Oh, nee, auf Wiedersehen. Meister Lee wollte euch doch sprechen, nicht Ja. wahr? Er war hier und ging dann wieder in sein Haus in der Mitte des Schulgeländes, falls ihr ihn sucht. So, Mitte des Schulgeländes? Wer bist denn Wer war der du? Mann, der die Banditen angeführt hat? Der war furchtbar gruselig. Ja, finde ich auch. Meister Lee war so cool, ne? Einfach das Schiff weggebombt mit einem Hit. One Hit weggebombt, Freunde. So, Tor zur Schule. Da ist er ja. Mit Pfeil auf dem Kopf. Ah, ihr seid zurück. Ja. Ich hoffe, dass dieser bedauerliche Zwischenfall mit den Banditen keine Belastung war. Nee, nee. Wir haben ein paar gute Leute verloren, aber weit mehr wurden Na, gerettet. Gott sei Dank. Allerdings muss ich eure Ausbildung jetzt beschleunigen. Oha. Diese Eindringlinge haben uns zufällig entdeckt, Okay. aber wie ihr schon vermuten dürftet, haben sie mit eurer Bestimmung zu tun. Ach Gott. Ihr habt hart geübt und seid bereit. Naja. Euch kommt eine entscheidende Rolle in Ereignissen von großer Bedeutung zu, meine Schülerin. Oh je. Nachdem ihr aus der Geisterhöhle zurück seid. Was? Geisterhöhle? Da bin ich anderer Meinung. Gau? Was hat diese Störung zu Aber bedeuten? echt mal, Spacko. Eure Lieblingsschülerin ist nicht die einzige, die gegen diese Gesetzlosen gekämpft hat. Ich stand vielleicht nicht wie ein Trottel mitten unter ihnen am Strand, aber ich habe meinen Teil beigetragen. Wenn ihr weniger Zeit darauf verschwenden würdet, sie zu verhätscheln, hättet ihr mehrere vielversprechende Schüler, nicht nur einen. Holt euch anderswo aus. Ich bin einfach besser als Das ihr. ist keine Frage des Bemühens, Gau. Hier sind Dinge am Werk, die ihr nicht versteht. Ich verstehe, dass diese Schülerin bevorzugt behandelt worden ist und dass ich darunter gelitten habe. Was auch immer in dieser Geisterhöhle sein mag, ich bin ebenfalls würdig, es zu sehen. Das finde ich nicht. Wenn sie wirklich besser ist als ich, dann lasst es sie beweisen. Ich fordere sie Oh heraus. ja, das wird lustig. Wenn es das ist, was ihr wünscht, werde ich annehmen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euch auf der Straße prügelt. Wenn es geschehen muss, dann tragt ihr euren Kampf im Ring aus, als eine angemessene Prüfung eurer Fähigkeiten. Alles klar, Meister. Gau, ihr beschränkt euch auf die Stile, die ich euch gelehrt habe. Mir ist bewusst, welch dunklen Unterricht euch euer Vater Gau der Große erteilt hat, aber derlei Magie dulde ich hier nicht. Mir werden die Hände gebunden, bevor es losgeht. Natürlich, wie sonst sollte euer geliebter Schützling gewinnen? Tja. Meine Schülerin, ich vertraue nicht darauf, dass Gau ehrenhaft kämpfen wird. Überlegt euch eure Angriffe sorgfältig. Bereitet euch gut vor und kehrt dann zu mir Ich zurück. bin vorbereitet. Dann Ich bin mögen die bereit. Kämpfer in der Arena gegeneinander antreten. Fangen wir an. Kämpfer, Ja? seid ihr bereit? Ja? Diese Herausforderung endet erst, wenn einer von euch kampfunfähig ist. Sie ist kein Übungskampf. Verletzungen sind möglich. Alles klar. Möglich? Straßenregeln. Ich würde sagen, sie sind äußerst wahrscheinlich. Ich mach dich Meister, fertig. seid ihr sicher, dass das angemessen ist? Sie haben eine Auseinandersetzung. Und das ist der einzige Weg, sie mit Gewissheit zu bereinigen. Es wird ein ehrenhafter Wettkampf. Ich habe Gau verboten, die Magie seines Vaters einzusetzen. Reinigen? Ich habe ja gesagt, dass ihr es bereuen würdet, mir in die Quere zu kommen. Pah.
Kämpfer. Mach dich fertig, du Kind. Beginnt. Du bist ein kleiner Karotten. Karottenhainer. Mit der Kartoffelnase. Hinterher sprinten und auf die 12 geben. Ausweichen. Heilen. Hui. Jetzt gibt's auf die 12. Karottenhainer verliert's. Es ist entschieden. Die Herausforderung ist beendet und der Sieger steht fest. Spacko, verneig dich gefälligst. Nein, ich bin noch nicht fertig. Wow! Gau, ich habe euch heute genug Zugeständnisse gemacht. Ich dachte, ich könnte euch von eurem verdorbenen Pfad wegführen, aber ihr seid zu sehr der Sohn Gaus des Großen. Ab sofort seid ihr unter meinen Schülern nicht mehr willkommen. Und das Haus eures Vaters soll hier nicht länger tätig sein, trotz seines Einflusses. Ich bin nicht besiegt worden, nicht von dieser Bäuerin. Ihr seid von eurem eigenen törichten Ehrgeiz und euren vorhersehbaren Launen besiegt worden. Ich werde in meinen Gemächern über euren Ausschluss von der Schule mit euch sprechen. Geht jetzt! Oh, ich dachte schon, der meuchelt alle jetzt. Anderen, diese Herausforderung ist beendet. Ich bin sicher, dass die Siegerin sich über ein paar wohlverdiente Glückwünsche freuen würde. Genießt die Worte eurer Mitschüler. Ich werde in der Haupthalle warten, wo wir über die Geisterhöhle sprechen werden. Juhu. Macht euch bereit, bevor ihr zu mir kommt. Ich bin bereit. Denn in eurem Leben steht eine Wende bevor. Oh, aber Geisterhöhle klingt so spannend, Freunde. Das war spannend. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Aber ich dachte mir, dass es so kommen würde. Euer Können ist unerreicht. Selbst Gau musste das einsehen. Vermutlich hat das ihn so wütend gemacht. Ich hoffe, er darf nicht weiter hierbleiben. Strafen machen ihn nur noch schlimmer. Mhm. Meister Li hat sich wie eine Weide verbogen, um ihm und seinem Vater, dem Magier, entgegenzukommen. Nein, Meister Li tut, was er tun muss. Er ist unser Meister. Aber wünscht ihr euch nicht, manche Dinge würden mehr Sinn ergeben? Naja. Nur zu warten ist zermürbend. So viel könnte geschehen, von dem wir gar nichts wissen. Manchmal macht es mir Angst, das ganze Gerede von rastlosen Geistern. Ich habe nicht darum gebeten, an all dem teilzuhaben. Naja. Und es kommt mir nicht so vor, als hättet ihr bei eurem Schicksal viel mitzureden gehabt. So interessant es auch sein mag. Ach, Morgi, mach dir nicht so Stress. Es tut mir leid. Wir sollten uns eigentlich freuen. Ihr habt euer Können bewiesen und Meister Li wartet auf euch. Ihr solltet zu ihm gehen. Meinst du? Okay. Gau benimmt sich schändlich. Ich weiß nicht, warum Meister Li ihn hier bleiben lässt. Jetzt ist er ja raus. Wo hat Gau diesen Kampfstil gelernt? Meister Li hat ihn ihm gewiss nicht beigebracht. Stimmt. Es war dumm von Gau zu betrügen. Unser Lehrmeister ist ein freundlicher Mann. Aber er ist hart und so etwas nimmt er nicht hin. Ja, ist ja auch fies. Wenn die Geschichten, die ich gehört habe, wahr sind, werdet ihr euch in der Höhle weitaus gefährlicheren Gegnern als Gau stellen müssen. Ich hoffe nur, ihr seid bereit dafür. Aber selbstverständlich. Wenn ich mich nicht täusche, ist eure Ausbildung hier fast abgeschlossen. Ich frage mich, wer nach euch unser neues Vorbild werden wird. Na, bestimmt die kleine Morgi. Ich würde es ganz bestimmt nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Meister Li den anderen je sagen wird, folgt Lins Beispiel in allen Bereichen eures Lebens. Eher schon das genaue Gegenteil. Oh. Lady Reisauge, die hat voll die Mini-Augen. Wenn ihr wollt, dass Meister Li das sagt, dann dürft ihr ihm einfach keine andere Wahl lassen. Ihr müsst immer euer Bestes geben. Das klingt logisch. Habt ihr euer Leben nach diesem Grundsatz gelebt? Ja, natürlich. Wenn ja, dann scheint es eine erfolgversprechende Einstellung zu sein.
Vielleicht sollte ich mehr üben und weniger darüber grübeln, was die anderen von mir denken. Hm. Sonst werde ich nie gut genug, um euch eines Tages zu besiegen, nicht wahr? Richtig, Fräulein Reisauge. Außerdem gibt es wohl wichtigere Dinge, über die man sich Sorgen machen sollte. Diese Geschichten über Geister, die man im Moment überall hört, sind wirklich faszinierend. Faszinierend? Ihr glaubt, dass ich hinter ihrem Rücken über die anderen rede? Ihr habt zwar recht, aber ich möchte nicht, dass man mich für eine Klatschbase hält. Auch wenn ich genau das bin. Ja, wer sind die wichtigsten Schüler hier? Die wichtigsten Schüler? Ja. Es gibt nur eine wichtige Schülerin hier und die seid ihr. Alle anderen, selbst Morgenstern, stehen hinter euch und eurem angeblich großen Schicksal zurück. Okay. Ich bin sicher, ihr wisst, dass euer besonderer Status neidische Bemerkungen hervorruft. Ja. Auch ich habe schon die eine oder andere gemacht, aber von mir habt ihr nichts zu befürchten. Aha, dann ist ja gut. Vor Gau solltet ihr euch jedoch in Acht nehmen, aber da erzähle ich euch bestimmt nichts Neues. Alles klar. Ich kenne ihn nicht besser als ihr. Er ist der Sohn eines reichen Händlers und durchaus attraktiv. Allerdings umgibt ihn seine Überheblichkeit wie ein Schwarm Schmeißfliegen. Karottenjunge. Ich habe gehört, dass er seinem Vater sehr ähnlich sein soll. Gau der Große und Gau der Geringe. Ich wäre nicht gerne ein Teil dieser Familie. Nee, ich auch nicht. Morgenstern? Was soll ich euch über Morgenstern erzählen? Ihr kennt sie doch besser als irgendjemand sonst. Ihr seid doch praktisch gemeinsam aufgewachsen. Ja. Vielleicht ist das ja der Grund, warum ihr euch so gut mit ihr versteht. Möglicherweise passt ihr Gespür für Geister und dergleichen gut zu dem großen Schicksal, das Meister Li für euch sieht. Vielleicht. Ja, was wollt ihr damit sagen? Ich habe nichts gegen euch, aber einige der Dinge, die ihr zu sehen behauptet, das scheint mir einfach unmöglich zu sein. Oha. Ich weiß, dass Geister existieren, aber warum sollte sie spüren können und ich nicht? Was ist an ihr so besonders? Ja, sie ist halt ein Medium. Meister Li gibt sich zwar Mühe, es nicht zu zeigen, aber ihr beiden nehmt offensichtlich einen besonderen Platz in seinem Herzen ein. Ja. Das ist sicher nicht ganz einfach zu verkraften, könnte ich mir denken. Selbst wenn ich noch nicht so lange hier bin wie ihr. Na, geht schon. Wie ihr wollt. Boah, ist das viel Text, Freunde. Ich glaube, ihr habt mir noch nie etwas von euch erzählt, Lin. Ich bin sicher, ihr habt meine kleinen Launen inzwischen fast alle durchschaut. Ich bin ja schon ein paar Jahre hier. Was habt ihr vor nach eurer Ausbildung hier? Was ich dann tun werde? Ich habe darüber eigentlich noch nie nachgedacht. Ich werde aber ganz sicher nicht zu meiner Familie zurückkehren. Dort ist kein Platz mehr für mich. Oh je. Ich könnte vielleicht eine Gelehrte werden, wenn ich mich denn durch die Bücher kämpfen kann. Möglicherweise werde ich auch die Kaiserstadt besuchen. Ich möchte sie zumindest einmal in meinem Leben sehen. Klingt nett. Wie seid ihr hergekommen? Ich war nicht die zarte Blume, die sich meine Familie gewünscht hatte. Meine Eltern waren der Meinung, dass die Schule meinen Geist zügeln würde. Aber Meister Li hat mir beigebracht, mich zu sammeln. Ich habe hier viele Fähigkeiten erlernt und nur für die wenigsten ist ein zartes Wesen vonnöten. Ja, auf Wiedersehen, Lin. Bleibt wohl auf, denn wie sollten wir ohne unsere erfahrenste Schülerin weiterlernen? Fräulein Reisauge? Sehr freundlich, muss man sagen. Ihr habt heute schon viel hinter euch und es erwartet euch auch noch die Höhle unter der Schule. Glaubt man den Geschichten der Dorfbewohner, die Lin die ganze Zeit nachplappert, hat die Höhle eine dunkle Vergangenheit. Aber ich bin mir sicher, dass euch Meister Li keinen unüberwindlichen Gefahren aussetzen würde. Das glaube ich auch. Meister Li hat mir aber versichert, dass meine Verletzung vollständig verheilen wird. Es ist wirklich zu dumm, denn erst gestern hatte mir Lächelnder Berg eine ganz besondere Belohnung in Aussicht gestellt. Na dann, was ist das denn für eine Belohnung? Lächelnder Berg unterrichtet die Schüler im Gruppenkampf und gestern konnte ich euren Rekord für die Zahl der Gegner, die man zugleich bekämpft, brechen. Wow.
Er meinte, dass ich mir eine Belohnung verdient hätte, wenn ich mit noch einem zusätzlichen Gegner fertig werden würde. Ich denke, er würde euch diese Belohnung ebenfalls anbieten. Nee, danke. Mit mir würde er vermutlich genug Gegner zusammenbekommen, dass ihr euch an einem neuen Rekord versuchen könntet. Aber mit dieser Verletzung kann ich auf keinen Fall antreten. Okay. Kann ich vielleicht etwas tun, um die Heilung eurer Wunden zu beschleunigen? Meister Lee hat sich um meine Wunde gekümmert. Ich glaube also, dass ihr nicht viel tun könnt. Es sei denn, ihr könnt den Lauf der Zeit beschleunigen. mir fällt gerade ein, ich habe einmal von einem Gras oder Kraut gehört, ah ja, das kenne ich auch. Das die Heilung fördert. Ja, das kenne ich. Der alte Ming könnte mehr darüber wissen. Er kennt sich mit Heilkräutern aus. Okay. Ich kenne mich da auch aus, Freunde. Das hilft ganz schnell. Ja, natürlich wird's das. Wisst ihr, ob das Kraut hier in der Gegend wächst? Ich glaube, es war eine seltene Pflanze. Es ist also unwahrscheinlich, dass sie hier wächst. Aber ganz genau weiß es vermutlich nur der alte Ming. Okay, dann gehe ich zu dem. Freunde, auf zum alten Ming. Das war der am Strand, glaube ich. Ich weiß, dass ihr viel zu tun habt, aber wenn ihr zufällig am Flussufer vorbeikommt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr den alten Ming nach dem Kraut fragen könntet. Alles klar. Wenn ich Glück habe, weiß er, um welches Kraut es sich handelt. Und wenn das Schicksal es gut mit mir meint, weiß er auch, wo es zu finden ist. Okay. Wenn ihr etwas kaufen müsst, dann lasst mich einfach wissen, wie viel ihr bezahlt habt und ich werde euch das Geld geben. Wieder trainieren zu können, ist mir durchaus ein paar Silber wert. Alles klar. Fragen wir sie doch mal, was sie über Meister Lee denkt. Wir alle liegen Meister Lee sehr am Herzen, auch wenn er oft streng mit uns ist. Wie sehr er um meine Rettung bemüht war, nachdem mich der Zauber des Banditen verletzt hatte, zeigt doch, wie wichtig wir ihm sind. Das stimmt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, und wenn der alte Ming ein Mittel kennt, mit dem meine Wunde schneller verheilt, lasst es mich bitte wissen. Geht klar. Wir haben eine Nebenquest, Freunde. Steht das auch irgendwo, sag mal? Oh. Mit T können wir die Reihe nach anvisieren. Also, passt mal auf. Panda, Bären, Eerie. Ach, das ist schön, Freunde. Gefolgsleute? Ah, hier. Kia Min. Befragt den alten Ming über Heilkräuter. Die Löwen von zwei Ströme. Eine Prüfung aus vergangenen Zeiten. Und die Lehren eines Meisters. Besorgt euch von Meister Lee weitere Informationen. Hier sind unsere Quests, Freunde. Hier ist das Gebiet. Okay. Also mit der Zeit werden wir uns hier sicher recht gut auskennen. Mit lächelnder Berg brauchen wir nicht reden. Ihr erinnert euch, bevor die liebe Kia Min wieder gesund ist, können wir sowieso keinen Massenkampf starten. Wie dumm von Gao, euch herauszufordern. Ja. Er ist gut, aber ihr wart schon immer stärker. Er wollte es bloß nie zugeben. Ja. Ach ja. Euer Preis ist, dass ihr in die Höhle unter der Schule gehen dürft. Nach allem, was Lin erzählt, wird das selbst für euch eine Herausforderung sein. Na herrlich. Wisst ihr was über die Höhle? Fast gar nichts. Eigentlich nur, dass Meister Lee uns verboten hat, vor unserer letzten Prüfung hineinzugehen. Oh. Ich erzähle nicht gern die Geschichten anderer Leute weiter. Hm. Lin kennt diese Skrupel nicht. Also geht und befragt sie über die Höhle. Ach was, wir gehen da einfach rein. So, hier haben wir Gott sei Dank schon alles gelesen. Liegt da was am Boden? Ah, nur ein paar Bücher. So, hier ist der Pavillon, wo die liebe Lin vorhin trainiert hat. Und hier ist wieder unser Meister. Ah, das seid ihr ja. Yep. Habt ihr alle Angelegenheiten abgeschlossen, die eure Mitschüler betreffen? Jein. Ich nehme an, dass unser Gespräch vieles verändern wird. Oh. Ihr solltet bereit dafür sein. Ja, ich muss ja in die Höhle, ne? Und auf dem Weg zur Höhle finden wir das Kraut, oder? Nehme ich doch schwer an. Ja, Meister, wir sind bereit, Freunde. Wartet draußen, Gau. Wir werden unser Gespräch nachher fortsetzen. Ist er bestimmt wieder angepisst. Cool. Meine Schülerin, jetzt liegen viele Dinge vor euch, die ihr über euch selbst herausfinden müsst. Ich nehme an, ihr kennt die Wichtigkeit eurer Bestimmung. Na, so halbwegs. Ich
höre euch zu. Was ist der nächste Schritt?